Moin, ich bin Kai von Kai's Angelshop. Und ja, wir sitzen heute wieder in unserer Bekleidungsabteilung, weil hier mit dem schönsten Tisch. Und ich möchte euch wieder mal ein Vorfahrt zeigen, was ich gerne zum Brandungsangeln nehme. Dieses Mal geht es um dieses Vorfach hier. Das Weitwurf-Vorfach mit Impact Shield. Das ist ein Vorfach, was sehr köderschonend ist, weil der Köder schön im Windschatten liegt und mit dem man halt extrem weit werfen kann. So, starten tun wir wieder mit unserer 70er Hauptschnur. Hier so ein Stück abschneiden. So, das lang. Ich habe hier auch wieder meine Kiste vorbereitet mit meinen Arbeitsschritten immer von Anfang bis Ende. Dieses Mal fangen wir bei dem Bleieinhänger an. Kennt ihr schon vom letzten Vorfach? Die Dinger hier, diese Clips. Hier zeige ich auch noch mal ein paar Alternativen näher, aber wir fangen erstmal mit dem Bleieinhänger an. Anbinden, wie gehabt. Ein paar Mal rumwickeln. Unten durch. Hier sieht man schon, dass wir hier kein laufendes Blei mehr haben, sondern hier haben wir eine Festbleimontage nachher. Weil das ist hier der Bleieinhängepunkt. Jetzt kommt die Montage von dem sogenannten Impact Shield. Also wenn das einschlägt, gibt es den Haken hier wieder frei. Brauchen wir auch wieder so ein Stückchen Gummischlauch, was auch mit in der Verpackung drin ist. Das sieht auch so original verpackt aus. Und von diesem Schlauch, der dabei ist, schneidet man sich halt immer so eine Zentimeterstücke ab. Draufschieben. Den durchschieben. Den drauf fummeln, ohne das Ding abzubrechen. So, da sitzt er. So, und dass der jetzt nicht so umherflattert und damit die Funktion des Hakenauswurfs nicht anständig funktioniert, muss er abgestoppt werden. Das heißt, hier brauchen wir wieder eine kleine Perle. Guck mal, beim letzten Vorfach habe ich gelbe genommen, jetzt habe ich rote. Also das ist eigentlich die Jagd die Birks, wenn man so sagt. Welche Farbe wieder nehmen. So, hier kann ich die auch wieder verschieden abstoppen. Ich kann hier wieder meinen Coil Crimp einbinden, ich kann hier eine Klemmhülse hinsetzen oder gar kein Material, ich nehme einfach einen 8-Knoten. Gut, das mit dem 8-Knoten, dass der einigermaßen da unten sitzt, gehört ein bisschen Übung zu. Also einmal schub, rüberlegen, darüber legen, durchfehlen. Und jetzt nicht ganz so weit weg davon. Stramm ziehen. So, wenn wir jetzt hier unser Blei einhängen und das schlägt ein ins Wasser, entsteht hier so, deswegen bei diesen Dingern sollte man mindestens 150 Gramm Blei fischen. Darunter wird das schwierig mit dem Auslösen. Und durch den Wasserdruck schiebt ihr den hoch und löst den Haken aus diesem Clip aus. Das ist jetzt die Lösung der Firma Brickeville. Alternativ hat die Firma Gimini sich was ausgedacht. Wo wir das in einem Arbeitsschritt machen können. Gimini, das sind die. Packen wir mal so ein Ding aus. So, der Vorteil bei den Dingern ist, ich binde ihn an. Und bin fertig. Geht halt ein bisschen schneller wie die anderen. Blei einhängen. Und bei dem Hakensystem ist es so, kann ich euch auf jeden Fall die Hände mal zeigen, wie das Ding zusammengebaut ist. Das ist, glaube ich, einfacher zu zeigen als so. Und da wird der Haken davor gelegt. Da muss ich mal an der kleinen Kamera zeigen. Davor liegen. Dann wird dieses Ding hier, das Plättchen runtergezogen. Schon sitzt der Haken sicher drin.
Das heißt, ich kann ihn auch mal auf den Strand mal ein bisschen Kropf runterpoltern lassen, ohne dass der Haken auslöst, weil der hängt hier drinne. Und durch den Einschlag von dem Blei wird das Plättchen hochgeschoben und der Haken springt raus. Im Endeffekt ist der Kostenfaktor da nahezu gleich, weil hier habe ich dieses, hier brauche ich die Bleianhänger und ich brauche meine Perlen. Hier habe ich alles zusammen drin und habe im Endeffekt das gleiche Geld für ausgegeben. Aber bin schnell fertig mit Binden. Jetzt, mit welchem wollen wir weitermachen? Den oder den? Na gut, wir fangen mit dem an. Hier brauchen wir auch wieder zwei von diesen Perlen. So, dann brauchen wir ein großes Törnchen, das wir immer als Verbindung zu unserer Hauptschnur nutzen. Da hängen wir näher die Hauptschnur ein. Noch eine Perle. Damit das halt wieder freilaufen kann, ohne dass ich das Törnchen in irgendeinen Knoten verheddern kann. Dann brauchen wir wieder unser kleines Törnchen. Das Ding. Anbinden. Leicht anfeuchten. Dran ziehen. So, und in dem Fall binden wir jetzt hier an das kleine Ende wieder unserem Mundschnur an. Wo haben wir sie? Hier. Das ist in dem Fall jetzt eine 0,45er Schnur. Die, wenn ich sie einmal ordentlich stramm ziehe, was ich bei der Schnur öfter mal machen kann, hängt sie schön gerade und verheddert sich nicht so schnell. Anbinden. Das ist jetzt genau die richtige Zeit zum Vorfächerbinden. Draußen fängt es gerade wieder an zu schneien. Was können wir besser machen als drinnen sein und Vorfächerbinden? So, wieder den Einhängepunkt ungefähr abschätzen. So, wir brauchen hier ein bisschen Luft, damit es anständig läuft. Und nach unten hin ziehen, wo der Haken hin soll. Abschneiden. Fertig. So, jetzt machen wir uns wieder einen Abstandshalter auf unserem Stückchen Silikonschlauch. Durchfädeln. Rüberschieben. Jetzt machen wir uns wieder aus unserem Neoprenschlauch einen schönen Stopper. Ich mache jetzt hier so ein kleines Stückchen abschneiden. Wieder so ungefähr 2 mm. Klack. Einmal durch. Eine Looping. Und nochmal durch. Einmal stramm ziehen, dann bildet sich wieder der Knoten. In dem Schlauch, nicht in der Schnur. Und ich kann ihn hin und her schieben. Jetzt wieder Perle. Dort haben wir gelb genommen, jetzt haben wir rot. Probieren wir die Auswahl. Flupp. Na, die will nicht, die will doch die gelbe. Einfach aufschieben. Ich habe diese paar schöne bunten Paletten hier, die den Wurm schön stoppen. Um gerade eine rote zu fassen. Draufschieben. Haken wieder auswählen. Wieder anbinden. Den Haken ist ja wieder ein Öhrhaken, den ich ganz normal mit unserem Standardknoten, den wir beim Angeln ewig brauchen, den Clinchknoten anbinden. Jedenfalls wieder Haken stramm ziehen, entweder, wenn ich nichts zu fassen habe, so über den Daumennagel, damit ich mich nicht pieken kann. Oder ich nehme halt immer gern irgendwelche Einhängerdinge. In dem Fall so ein Hakenlöser hier, kann ich den Haken reinhängen. Bisschen gegenhalten, damit ich den Haken jetzt nicht aufziehe beim Strammziehen. Und einmal ordentlich stramm ziehen.
das überflüssige Ende Schnur ein bisschen abschneiden. Hier lasse ich ungefähr einen guten halben Zentimeter stehen. Das dient nachher als Wurmstopper. Und wenn ich jetzt den Wurm hier komplett rüberschiebe, stellt er sich immer auf, also beim Wurm hochziehen geht der ein bisschen hoch, aber nach unten hin ist er sehr steif. Das heißt, der stellt sich ein bisschen als Widerhaken auf, dass der Wurm nicht so leicht wieder vom Haken rutschen kann. So. Jetzt simulieren wir wieder unser Blei. Nur diesmal nehmen wir mal ein Krallenblei hier. Hängen das hier rein. Gut. Alles verkehrt. Ja, hier können wir jetzt den Haken davor legen. Deswegen Haken beködern und Hakenbogen freimachen. Das gilt auch für das andere Vorfach. Jetzt ist er drinne. Jetzt kann ich anständig werfen. So. Das kann ich auch wieder ablegen, ohne dass der Haken im Sand ist. Ich werfe und durch das mindestens 150 Gramm Blei schlägt er wieder auf und drückt den Haken raus und liegt so im Wasser. Bei dem Haken ist es halt so, bei dem Vorfach, das Blei ist am Ende, der Haken ist hier oben als Festbleimontage, hat aber direkten Kontakt zur Rutenspitze, damit ich den Biss auch erkenne. Und beim Reindrehen, deswegen nennt man das auch Liftsystem, wenn ich dann dementsprechend den Fisch habe, zieht er dann beim Reindrehen das Blei hoch, dass das Blei nicht so schnell in den Stein hängen bleiben kann und der Fisch als letztes. Ne, er hängt beim Reindrehen, so habe ich weniger Hänger beim Reinkurbeln. Aber die ganze Geschichte können wir noch schneller binden. Wir können die nämlich auch weglassen bei Gimini. Die gibt es auch schon im Blei integriert. Da brauche ich nur einen Bleianhänger anbinden. Sowas. Kann ich das Blei da direkt reinhängen. Hab den Auslöseclip gleich im Blei integriert. Und wenn ich mal meine, ich brauche keine Krallenblei, schraube ich sie halt ab. Und schraube einfach so eine Spitze drauf. Aber ich kann schon mein Gepäck minimieren und mich auf viele verschiedene Angelsituationen einstellen. Das geht auch. Das andere mit dem Brigiwe Impact Shield baue ich auch nochmal schnell zusammen. Da fehlt uns jetzt Perle, Törnchen aufschieben, Perle. Kleines Törnchen anbinden. Mit passendem Werkzeug arbeitet sich das auch immer ein bisschen leichter und einfacher. Deswegen habe ich hier ein paar Mehrzangen liegen. Der eine ist ein bisschen breiter, der andere ein bisschen schmäler. Mit einer kann man besser schneiden, mit der anderen besser ziehen. So, hier wieder unsere Mundschnur. Hakenpunkt. Schnell. Silikonseitenarm. Schnack. Drauf ist er.
Man kann die Stopper auch aus Silikonschlauch machen, aber dieser Neoprenschlauch ist irgendwie noch haltbarer und besser. Habe ich festgestellt. So, Perle. Ich habe immer die gleichen Perlen hier. Ich habe noch eine ganz andere schöne Kiste. Viele bunte Perlen drin. Ich kann mal was anderes nehmen. Nehmen wir eine Runde. Hier, eine runde Leuchtperle. Zack. Pagliette. Welche Farbe kriegen wir zu fassen? Grün. Das Loch ist genauso dick wie die Schnur. Passt genau. Und Haken. Was nehmen wir denn? Und den roten nehmen? Zack. Dann wieder los hier, für Tüdern. Zack. Der schneidet am besten. So, dann auch schnell fertig. In dem Fall wird der Haken davor gelegt. Nicht, was einige mal denken, hinter die Schnur, weil der löst nie aus. Habe ich schon oft genug erlebt. Der wird da einfach vorgelegt. Wurm rauf, Hakenbogen ein bisschen freischieben, davor legen, werfen. Alle, Stopper runter. Jetzt werfen, wenn wir den Blei drin haben. So, passt alles von der Länge her. Wenn ich jetzt werfe, durch den Bleidruck, schiebt er den raus und liegt auch so im Wasser. Vor- und Nachteile von den beiden Einhängern, von Brigiwe und Gemini. Tja. Sind beide gut? Der Gemini ist natürlich noch sicherer im Halt, weil der richtig einrastet. Ist schneller angebunden, weil ich habe nur einen Knoten, den ich machen muss, und alles ist fertig. Der Brigiwe-Einhänger, ja, da kann man sagen, egal wie viel Belastung der kriegt, geht eigentlich nie kaputt. Gut, hier kann es schon mal irgendwann sein, dass ich das Blech mal krumm gebogen habe. Dann bewegt er sich halt nicht mehr so gut, muss ich mir gerade biegen. Halten tut er super. Und der ist schneller gebaut, der hat ein paar Arbeitsschritte mehr. Ist aber von der Mechanik so, der hat nichts Feines an Mechanik, der kann auch nicht kaputt gehen. Die halten auch sehr, sehr gut und sehr lange. So, viel Spaß beim Nachbinden und beim Angeln mit euren selbstgebauten Vorfächern. Traut euch an die Vorfächer, die wir Freude daran haben, weil sie sind einfach zu binden, wenn man es erst einmal gemacht hat und sich ein gewisses Sortiment an Bindematerial zugelegt hat, kann man jederzeit seine Vorfächer nach eigenen Wünschen binden, der Situation auch angepasst beim Angeln, länger, kürzer, wie auch immer, kleinere Haken, größere Haken. Bei fix und fertig gekauften Vorfächern ist man halt immer daran gebunden, so wie es denn halt der Hersteller vorgibt. So muss ich ihn auch angeln. Da gibt es keine verschiedenen Hakengrößen meistens. Und sie halten einfach besser, weil ich hochwertigeres Material nehmen kann. Also, besucht uns gerne bei uns im Laden. Wir beraten euch gerne beim Binden. Daumen hoch. Abo dalassen. Viel Spaß. Bis bald. Tschüss.